Moneyboy, der erst vor kurzem seinen YouTube-Kanal über Nacht mit über 100.000 Abonnenten löschte und sich kurze Zeit später YSL No Plug nannte, konnte nach seinen YouTube-Hits jetzt endlich auch eine goldene Schallplatte entgegennehmen. Er und sein Kollege Hustensaft Jüngling von der Glow Up Dinero Gang wurden nämlich für ihre Feature Parts auf dem Collabo-Album Classic von Bushido und Shindy ausgezeichnet. Beide rappten auf einem Hidden Track nach dem Album Song Ist Nicht Alles. In der Zwischenzeit zelebrierten Moneyboy und Hustensaft Jüngling den Erfolg bereits mit dem Video zu Gold Rapper, in dem sie stolz ihre Auszeichnung präsentierten. Im aktuellen Interview mit TV Straßensound spricht der aus Wien stammende Rapper jetzt über den Ursprung der Zusammenarbeit mit Bushido. Der erstgute junge Chef habe Moneyboy bei Twitter eine Direktnachricht gesendet und angefragt, ob er sich eine Kollabo vorstellen könne. Moneyboy habe sofort zugesagt. Für gewöhnlich setzen er und seine Jungs der Glow Up Dinero Gang Songs sehr schnell um, doch im Falle der Anfrage von Bushido wussten die beiden, dass es ein großes Ding werden würde. So verstrich viel Zeit rund um die Planung der Aufnahmen in Berlin oder Wien. Als Bushido dann erklärte, dass es knapp wird, haben Moneyboy, obwohl er eine Bitch bei sich hatte, gleich am nächsten Tag seinen Part geschrieben und aufgenommen. Auf die Frage, was wichtiger sei, Bitches oder das Business, antwortete Moneyboy schnell und direkt: Das Business. Aber grundlegend müsste es ausgeglichen sein. Und man sollte als Künstler Wert auf sein Privatleben legen. Wie findest du die Zusammenarbeit von Bushido, Shindy, Moneyboy und Hustensaft Jüngling? Hast du den Song gehört? Wie gefallen dir die Parts der beiden? Für regelmäßige Hip-Hop-News abonniere den Kanal.